Verändert hat sich ja in den letzten Jahren nicht nur unser Essen, sondern auch unsere Kleidung. Moderne Kleider sind häufig aus Kunstfasern gemacht. So Sportkleider, Arbeitsgewände oder auch Alltagsklamotten sind aus funktionalen Stoff hergestellt. Das heisst, wasserdicht, schön dünn und gleich schön warm, aber hat alles einen kleinen Nachteil. Man stinkt häufig in diesen Kunstfasern. Es gibt aber einen Ausweg aus diesem Dilemma, das richtige Metall im Stoff. Metalle können uns beeinflussen. Sie können Gier wecken, die Fantasie anregen oder Angst machen. Es gibt Metalle, die haben sogar ganz konkreten Einfluss auf unser Wohlbefinden. Silber zum Beispiel ist stark antibakteriell. Und das kann man nutzen. Künstliche Textilien beginnen schon nach kurzer Zeit zu stinken. Verantwortlich dafür sind Geruchsbakterien. Wenn es gelingt, sie einzudämmen, können auch Textilien aus Kunstfasern angenehm duften. Daran arbeitet eine kleine Schweizer Firma, die aus einem Forschungsprojekt der ETH Zürich entstanden ist. Sie wollen den synthetischen Textilien die Hygiene beibringen. Das ist Silbernitrat, es ist ein Silbersalz, es ist hoch antibakteriell und ist Ausgangsmaterial, das wir für unsere Herstellung verwenden. Schon die Römer kannten die antibakterielle Wirkung des Silbers. Mit Silbermünzen im Krug blieb das Trinkwasser länger frisch. Was sie aber noch nicht wussten, wie es funktioniert. Silber gibt laufend einzelne Ionen ab. Diese beschädigen die Zellmembran der Bakterien. Der zweite Effekt, Kalium und Zink, die für die Vermehrung der Bakterien zuständig sind, werden von den Silberionen attackiert. Die Bakterien können sich nicht mehr ausbreiten. Und die dritte Wirkung, Silberionen stören den Stoffwechsel der Bakterien und legen sie damit lahm. Gegen diesen dreifachen Angriff haben die Bakterien noch keine Abwehr gefunden. Das Risiko, dass sie eine Resistenz entwickeln, ist minimal. Antibakterielle Zusatzstoffe auf Silberbasis werden zum Beispiel in medizinischen Textilien bereits verwendet. Die Schwierigkeit ist, das Silber möglichst effizient in die Textilien zu bringen. Wir wollen eine möglichst gute Wirkung erreichen. Wir wollen aber auch so wenig Silber wie möglich einsetzen. Und wir wollen sicherstellen, dass Waschfestigkeit gewährleistet ist. Wenn die Textilien Silber nur im mikroskopischen Bereich abgeben, wird auch die Umweltbelastung minimiert. Bisher hat man das Silber in einer Flüssigkeit aufgelöst und damit die Textilien imprägniert. Doch diese Methode braucht zu viel Silber. Außerdem ist die Wirkung zu kurzlebig. Die Lösung? Das Silber wird direkt in das Rohmaterial für die Kunststofffasern eingebunden. Für die Massenherstellung der Hightech-Synthetikfasern brauchen die Forscher einen Trick. Sie verbrennen das Silber in diesen industriellen Anlagen. Wenn ich das Glas über die Flamme habe, dann sehen wir, dass es da Ruß gibt. Wir machen eigentlich genau das Gleiche mit unserer Technologie mit Silber. Statt Kerzenwachs wird eine Silberflüssigkeit verbrannt. Es entstehen immer größere Rußpartikel, die nur noch minimalste Spuren von Silber enthalten. Und am Schluss in der Flamme haben wir dann unser Mikrosilber hergestellt. Das Endprodukt lagert in diesen Fässern. Ein Pulver, das jetzt zu Kunststofffasern verarbeitet werden kann. Erste erprobte Anwendungen sind Hightech-Sportbekleidung oder antibakterielle Reinigungstextilien. Und bei der Bekämpfung der Infektionsgefahr im Spital kann die antibakterielle Wirkung des Silbers Gold wert sein. Von der Revolution im Textilbereich zu einer Revolution in der Computerwelt.